Ja, Kinder. Und wir sind wieder mal beim Unboxing. Und zwar handelt es sich bei diesem ziemlich fetten Teil um ein 50 Euro Überraschungspaket, gekauft bei lagerfeuerwerksverkaufonline.de. Ich bin derbe gespannt, was da drin ist. Hab das etwas lange rausgezögert, das endlich zu unboxen. Der Shop ist nice. Eine Sache muss man da vielleicht beachten, wenn ihr da jetzt rauf geht und was bestellt, die liefern tatsächlich dann erst Ende des Jahres um die Silvestertage rum, ne? Also davon bitte nicht verwirren lassen. Ja, 50 Euro Überraschungspaket. Was soll man noch viel zu sagen? Machen wir auf. Ich will es sehen. So, wagen wir einmal einen ersten Blick, wie das Ganze überhaupt aussieht. Das ist schon mal, glaube ich, ordentlich. Da ist auf jeden Fall eine fette Batterie drin. Schon mal zu sehen, Raketensortimente, kleine Sortimente. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach mal der Reihe nach durch. So, als erstes haben wir von Pyro Power den Skyblitz. 4 Stück Raketen. Ich muss mal ein Licht mal anders aufstellen. Der Skyblitz. 4 Stück Raketen. Dann sind hier mehrere Einzelraketen drin. Das ist Skyfire von 100% Maximum Fun. Die ist da 3-4 Mal drin. Ups. Immer schön gucken, was man macht. Und 4 Mal die Sky Parade. Einmal fehlt hier das Hütchen. Können wir mal reingucken. Findet sich bestimmt noch an. 4x Skyfire, 4x Sky Parade. Dann ein Set. Und zwar von Komet die Geisterstunde. Magic Sticks, Spider Light, Geisterstunde, Geisterstunde, Mystery Balls, Teufelstanz, Horrorhaus und Golden Lights. Dann haben wir hier Sicherheitsanzündpaket für Feuerwerk. 3 Anstecklunden, eine Sicherheitsbrille, ein Müllsack, sehr gut. Ein paar Ohrenstöpsel, Hinweise zum sicheren Abbrennen von Feuerwerk. Ist alles hier in diesem Büdel drin, da ist die Brille. Sicherheitsbrille gemäß EN, bla. Ja. Also ein Tütchen mit Sicherheitsgegenständen. Ist auch mal kreativ, ne? Sowas mal. Dann haben wir hier einmal Laserflash, 6 Stück, made in China von Catan. Ah, das sind solche hier. Das hier. Oh, vorsichtig.
Das machen wir schnell wieder zu. Das sind die Moon Travelers. Kleine Raketchen von der Firma Brukhoff. Und jetzt, wo der Beutel eh auf ist, können wir uns die ja einmal nah angucken. Moon Traveler. Ups. Hier vorne liegt ein fettes römisches Licht. Lang. Von Nico Europe. Dann haben wir hier, das ist das Symphonie-Bombenrohr von Nico. Lautstark zerlegene rote, gelbe, blaue Sternbouquets mit Crackling. Symphonie-Bombenrohr, 2 Stück römisches Licht. Ja, ziemlich dicke Dinger auf jeden Fall. So, was liegt hier? Schock! Red Dahlia with Green Blink von Fire Show. Feuerwerk, Feuerwerksrohr. Auch wieder Brukhoff. Von Tensche. Hinter
Feuerwerksrohre. 21,3 Gramm NEM. Hier liegt noch vorne römische Lichter, Keller, 20 leuchtende Sterne mit bunten Farbeffekten, 20 Schuss, 3 Stück. Zu römischen Lichtern muss man ja immer nicht viel Worte verlieren, es handelt sich dabei dann nämlich immer um römische Lichter. So, hier liegt Sniper Shocks von Bandit Fireworks. Sieht auch interessant aus. 6 Stück Sniper Shock. Warum? Was? 138. Okay. Da wiederum versteckt sich Kaferata hinter. Kaferata Fuhrwerk. Oh, und es geht hier immer, es bricht nicht ab, Kinder. Dragon Cracker 20. Weirde Zahlen auf Packungen gehen weiter. Warte mal, da brauche ich mal wieder meine Öffnungsaxt. Auch wieder. Digga, nimm doch das Messer. Ja. Warte. Jetzt nochmal neu. Die Dragon Cracker wollen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ne? Okay. Lady Cracker Matten. Dragon Cracker von Leslie. Sehr schön. Ein ganzes Päckchen mit vielen Päckchen. I like. Jetzt ist noch mal interessant, sind die einzeln oder sind die als... Nee, diese... Komm mal auf. Sind sie als Matte oder einzeln? Sie sind als Matte. Sehr schön. Und es hört immer noch nicht auf. Da, guck mal hier. Wow. Knight. Wicked. Professional Power von Wicked. Wird das nämlich mal angesprochen. Ne? Versteckt sich Brukhoff hinter, wer hätte es gedacht? Eine Feuerwerksbatterie von Feuerwerksrohren. Kategorie 2 natürlich. Hier. Okay, auf die bin ich jetzt echt mal gespannt. Dann noch eine weitere Fontäne. Der Beyonder. Auch von Wicked. 104 Gramm, 13 Schuss. Was hatte die andere? Gramm, 13 Schuss. Also der Knight ein bisschen mehr Gramm. Knight und Beyonder. Auch Feuerwerksrohre. Eieiei. Dann haben wir hier von Nico Feuerwerk Fire Tube. Dauer 20 Sekunden, Schusshöhe 20 Meter, Kategorie 3, 18 plus, also 300 Schuss römische Lichterbatterie. K3 ist wieder diese Schweizer Geschichte. Tube. Hier versteckt sich noch eine dünne Packung. Bleigießen!
Bleigießen von Keller. Schau in die Zukunft. 6 Hohlfiguren mit Gießlöffel und Orakelheft. Kenner meines Kanals erinnern sich an das unsäglich lange Bleigießen. Video sprechen wir nicht drüber. Und eben auch noch Blei. Blei, nicht Wachs. Richtig oldschool. Bleigießen. Wunderbar. So, jetzt sind wir dann auch bei den letzten beiden Artikeln. Hier ist einmal ein Schinken China Böller A. 240 Stück Keller. Ah, schön, guck mal. Sehr schön. Ob die Böller selber, weiß ich nicht, schön sind, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube ja. Aber auf jeden Fall ist so ein Schinken immer wieder nice. China Böller A. Und last but not least. Ey, das Zeug ist alles so groß, ich kann es euch gar nicht richtig zeigen. Oh, die ist unten ein bisschen aufgegangen, da muss man vorsichtig sein. Profiline 9.0 von Nico. Effektdauer ca. 35 Sekunden, Effekthöhe ca. 50 Meter. Die habe ich an Silvester gezündet. Ich zieh mal vor. Ja. Ah, es ist halt echt alles groß und der Ausschnitt hier ist nur so klein. Na egal. Das ist eine sehr schöne Batterie, bei der ich mir vorgenommen hatte, sie für Silvester wiederzunehmen. Jetzt ist sie da. Das freut mich sehr. Und ich kann sie euch nicht vernünftig zeigen. Ich könnte den Karton wegnehmen. Aber ich glaube, das habe ich beim letzten Unboxing-Video schon mal gesagt. Dann sieht man mein mega hässliches, unordentliches Regal im Hintergrund. Also machen wir das alles hier auf engen Raum. Aber Herrgott, das ist eine Batterie. Die ist der Knaller. Lasse ich auch direkt drin. Und, oh, hier ist nochmal ein Packen Wunderkerzen. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, nicht, dass da, nee. Dass mir da irgendwas verloren geht, das wäre ja was. So, schön. Das war's. Das war das 50 Euro Überraschungspaket von lagerfeuerwerksverkaufonline.de. Merken, besuchen, steht auch nochmal unten in der Beschreibung. Wie gesagt, bitte nicht von meinem Upload hier verwirren lassen. Das Zeug wird um die Silvestertage rum verschickt. Also wer da jetzt bestellt, kriegt das nicht. Ja? Ihr kriegt es dann Ende des Jahres. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das alles nochmal an. Zurück, Beyonder. Batterie, Knight, Michael Knight, Schock, nochmal Schock, Dragon Cracker 20, Sniper Shocks, ich schmeiß das jetzt alles nur noch so, Aftershock Box, einfach rein. Bleigießen. Reaper. Happy New Year. Wünsche ich auch. Immer. Ständig. Ständig Happy New Year wünschen. Römisches Licht. Römische Lichter. Laserflash. Laserflash. Wunderkerzen, Smaragd, 16 cm. Nochmal ein Laserflash. Firetube. Hoop. Symphonie, Bombenrohr. Dicke Teile. Bodenkreisel, Wondertoll. Bang to Bang.
das Sicherheitsanzündpaket. Die Moon Travelers. Die Geisterstunde. Der Skyblitz. Und jeweils viermal Skyfire und Sky Parade. Lagerfeuerwerksverkauf online.de. Ich würde sagen, das lohnt sich. Bis zum nächsten Video. Und der Schinken-Abhörner, ganz vergessen. Ha!